Hallo und herzlich willkommen zu unserem ersten Code-Tutorial. Mein Name ist Anne Albrecht und ich bin Bauberaterin bei der Faktor X Agentur. Die Faktor X Agentur ist Teil der Entwicklungsgesellschaft Indeland und hat sich seit einigen Jahren dem klima- und ressourcenschonenden Bauen verschrieben. In den letzten Jahren wurden drei Siedlungen mit dem Faktor X umgesetzt und mehrere befinden sich gerade in Planung oder in der Vermarktung. Ohne dass das jetzt in einen großen Faktor X-Vortrag ausartet, möchte ich Ihnen dennoch ein paar Zahlen mit auf den Weg geben, um Ihnen einfach zu verdeutlichen, was für ein großes Potenzial in Faktor X und dem simplen, ressourcen- und klimaschonenden Bauen steckt. Ein durchschnittliches Einfamilienhaus mit dem Faktor X gebaut spart etwa 100 Tonnen CO2 ein. Das entspricht 750.000 Kilometern mit einem Mittelklasse-Auto gefahren. Und das wiederum ist etwa die Lebensfahrleistung des durchschnittsdeutschen Autofahrers. Es werden 260 Megawattstunden nicht erneuerbare Primärenergie eingespart. Das ist in etwa der Stromverbrauch einer Familie für 65 Jahre. Außerdem werden 560 Tonnen nicht nachwachsende Ressourcen inklusive dem ökologischen Rucksack eingespart. Von 2018 bis 2019 wurden 91.000 Einfamilienhäuser in Deutschland gebaut. Würde man jetzt also Faktor X auf alle neu gebauten Einfamilienhäuser übertragen, ergäbe sich daraus eine Ersparnis von 8,7 Millionen Tonnen CO2. Überträgt man jetzt den Faktor X auf alle neu gebauten Wohngebäude, also auch Mehrfamilienhäuser und so weiter, dann ergäbe sich eine Ersparnis von 20 Millionen Tonnen. In Deutschland wurden 2019 644 Milliarden Kilometer mit dem Auto gefahren. In CO2 umgerechnet sind das 81 Millionen Tonnen. Setzt man das jetzt in Relation zu dem enormen Einsparpotenzial durch Faktor X im Bauwesen, sieht man, es ist ein Viertel des gesamten Pkw-Verkehrsaufkommens in Deutschland. Da sieht man einfach, welch riesiges Potenzial in diesem ressourcen- und klimaschonenden Bauen nach Faktor X steckt. Die Bauwende zugunsten des Klima- und Ressourcenschutzes ist zur Erreichung der Klimaziele notwendig. Und jetzt zeige ich Ihnen, wie Sie mit unserem Klima- und Ressourcenschutz-Tool CURT die Ressourcenwerte für Ihr Haus ausrechnen können. Auf geht's! So, wir befinden uns jetzt hier auf der Startseite von CURT. Sie können CURT ausprobieren, ohne sich zu registrieren. Sie können dann allerdings kein Baugebiet aussuchen. Es ist einfach zum Ausprobieren, wie funktioniert CURT, was muss ich da eigentlich alles eingeben, ganz interessant. Aber um wirklich ein Haus mit absoluten Zahlen eingeben zu können, benötigen Sie eine Registrierung. Außerdem können Sie keinen Faktor ausrechnen ohne das Auswählen eines Baugebietes mit Referenzhaus. Und deswegen, wenn Sie aktiv im Moment vor dem Schritt stehen, ein Haus planen und einreichen zu wollen, brauchen Sie eine Registrierung. Das geht sehr einfach. Klicken Sie eben hier drauf. Sie können sich mit Ihrem Namen und Ihrer E-Mail-Adresse registrieren. Das geht innerhalb weniger Minuten. Und wenn Sie eben diese Registrierung mit der E-Mail-Adresse durchgeführt haben, können Sie auch direkt starten. Dann kommen Sie eben auch wieder auf diese Startseite und können sich dann anmelden. Das habe ich jetzt schon gemacht. Das ist dann also der interne Bereich, wenn man angemeldet ist. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, dann zu navigieren. Sie sehen, dass Sie direkt auf Ihre Projekte springen können. Da sind dann alle Projekte, die Sie bearbeitet haben, aufgelistet. Hier können Sie Einstellungen ändern. Hier sind dann alle Ihre Einreichungen zu sehen. Hier bin ich mir jetzt gar nicht sicher, ob nur ich als Administrator die Einreichung sehen kann oder ob Sie die auch sehen können. Auf jeden Fall sind die eingereichten Projekte auch bei Meine Projekte sichtbar. Sie können sich abmelden für ein sicheres Logout und ein neues Projekt beginnen. Und das werden wir jetzt mal tun. Sie wählen hier bei Baugebiet Ihr Baugebiet aus, in dem Sie bauen möchten. Ich nehme jetzt einmal Eschweiler-Vöckelsberg.
Sie geben bitte einen sinnvollen Namen ein. So, ich habe jetzt mein Projekt BV52 Anne Albrecht Planer XY genannt. Damit ich es später einfacher habe, Ihr Projekt zuzuordnen, macht es durchaus Sinn, eben die Grundstücksnummer Ihres reservierten Grundstücks einzutragen, Ihren Namen und den Namen des Architekturbüros, des Planers oder der Fertighausfirma. Und dann speichern Sie. Damit wird dann Ihr Projekt generiert und auch schon bei uns im Datenhintergrund gespeichert. Sie fahren fort, indem Sie das Referenzhaus auswählen. Manchmal, je nach Baugebiet, gibt es ein Referenzhaus oder mehrere. Hier gibt es zwei verschiedene Wohngebiete laut Bebauungsplan, die in ihrer Ausgestaltung etwas unterschiedlich sind. Und deswegen müsste dann jetzt in diesem Fall Eschweiler-Vöckelsberg geschaut werden, in welchem Plangebiet steht denn Ihr Haus oder ist Ihr Grundstück. Wir haben hier einmal WA1 und einmal WA2. Ich wähle das WA1 und das sind meistens Doppelhaushälften in Eschweiler-Vöckelsberg, also nehme ich eine Doppelhaushälfte. Jetzt können Sie den Grundriss auswählen. Sie haben die Wahl zwischen rechteckig und andere. Wenn Sie rechteckig auswählen, muss Ihr Haus auch wirklich genau rechteckig sein und dann werden mehr Flächen im Hintergrund für Sie schon vorgerechnet. Meistens ist die Fläche auch etwas zu groß. Das heißt, wenn Sie die Fläche so übernehmen, wie Kurt Ihnen das vorschlägt, ist es für Sie eher nachteilig, weil dann mehr Ressourcen berücksichtigt werden in der Berechnung, als Sie eigentlich beabsichtigen zu bauen. Wenn Sie andere auswählen, sind das halt freie Grundrisse. Hier ist auch erklärt, wo der Unterschied darin liegt. Es werden keine Hintergrundberechnungen durchgeführt. Sie müssen jede Fläche selber ausrechnen und dann auch eintragen. Ich nehme jetzt mal rechteckig, damit Kurt mir schon ein bisschen hilft. Jetzt kommen wir zur Dachform. Hier gibt es nur die Dachformen, die auch in dem Plangebiet möglich sind, laut Bebauungsplan. Also zum Beispiel in Eschweiler-Vöckelsberg kann man eben keine Satteldächer oder Pultdächer bauen. Das ist laut Bebauungsplan ausgeschlossen. Also sind die auch nicht zur Auswahl, sondern nur die, die möglich sind. Sie haben ja eben gesehen, dass ich ein Referenzhaus ausgewählt habe. Dieses Referenzhaus ist das Vergleichshaus. Also es wird immer Ihr Haus mit einem Vergleichshaus verglichen und daraus ergibt sich dann der Faktor, den Sie am Ende sehen. Und dieses Vergleichshaus ist in einer bestimmten Art und Weise konventionell gebaut, also mit Massivbaustoffen, mit massiver Decke, mit massivem Flachdach. Und Ihr Haus muss ja in dem Fall um den Faktor 2 besser sein. Das heißt, in den drei Ressourcenkategorien PNRT, das sind die nicht erneuerbare Primärenergie, RI abiotisch, das sind die nicht nachwachsenden Rohstoffe und CO2 darf es nur die Hälfte verbrauchen im Vergleich zu diesem konventionell gebauten Referenzhaus. So, worauf ich jetzt hier an der Stelle hinaus will, in Eschweiler-Vöckelsberg ist es jetzt zum Beispiel so, dass dieses Haus nur mit einem Holzflachdach oder einer Holzgeschossdecke gebaut werden kann. Sonst kann rechnerisch der Faktor 2 gar nicht erreicht werden. Deswegen wähle ich jetzt hier das Holzflachdach aus. So, jetzt kommen wir zu den Grunddaten, den Größenangaben Ihres Hauses. Hier wird abgefragt, ob Sie einen Keller haben, ja oder nein. Normalerweise werden Faktor X Häuser ohne Keller gebaut, weil das Referenzhaus eben auch keinen Keller hat und Keller sehr ressourcenintensiv sind, weil die immer mit sehr schweren Materialien wie Beton oder Mauerziegel gebaut werden und mit sehr großen Dicken dieser Bauteile dann auch arbeiten. Deswegen raten wir von der Verwendung eines oder von dem Bau eines Kellers ab. Aber
auch aus bautechnischer und Kostensicht ist von einem Keller abzuraten. Im Vergleich der gleichen Fläche oberirdisch gebaut, ist es halt sehr viel teurer, einen Keller zu bauen, und er ist auch fehleranfälliger. Also da können dann feuchte Schäden entstehen, die entstehen nun mal nicht, wenn man oberirdisch baut, weil es da nicht so viel angreifende Fläche gegen das Erdreich gibt. So, hier wird jetzt die Anzahl der Geschosse eingetragen. Hier werden nur die oberirdischen Geschosse eingetragen. Der Keller bleibt hier unberücksichtigt. In der Regel sind das zwei Geschosse. Hier in Eschweiler-Vöckelsberg ist es auch so, dass zwei Geschosse gebaut werden müssen. Also ein Bungalow wäre hier gar nicht möglich. Dann haben wir eine beheizte Nutzfläche von, sagen wir, 150 Quadratmetern. Die Länge des Hauses sind 12 und die Breite sind 8 Meter. Wir haben eine beispielhafte Traufhöhe von 6 Metern und weil es ein Flachdach ist, kein Dachüberstand. In der Regel ist das so. Hier können Sie noch verschiedene Außenwandtypen eintragen. Wir haben ja eben eine Doppelhaushälfte gewählt und da hätten wir zum Beispiel zwei Außenwandtypen. Einmal die ganz normale Außenwand, die gedämmt ist, die ein Fassadenmaterial hat, und dann eben die Gebäudetrennwand zum Nachbarhaus hin. Hier können Sie die Anzahl der Nebengebäude eintragen. Je nach Baugebiet ist es unterschiedlich, ob das Referenzhaus ein Nebengebäude hat oder nicht. Normalerweise ist das so, dass eben eine Garage für Sie ressourcenmäßig frei ist. Das heißt, wenn das Referenzhaus keine Garage hat, dann brauchen Sie nur die zweite Garage einzutragen. Die erste bleibt unberücksichtigt. Wenn das Referenzhaus auch eine Garage hat, dann tragen Sie natürlich Ihre Garagen alle mit ein. Aber da das Referenzhaus eben eine Garage hat, bleibt die erste Garage somit auch frei. Ne? Weil es wird ja das Gleiche mit dem Gleichen verglichen. So, dann klicken Sie hier auf Weiter. Jetzt wählen Sie den Energiestandard aus. Das Referenzhaus ist nach ENEF 2016 gebaut. Wir haben hier leider noch nicht einen Button zur Auswahl des Gebäudeenergiengesetzes, aber größtenteils entspricht das ja der ENEF 2016. Dann gibt es noch KfW 55, KfW 40, Effizienzhaus und das Passivhaus und die Möglichkeit, wieder etwas Individuelles einzutragen. Das machen Sie aber bitte nur, wenn Sie schon den Wärmeschutznachweis da haben und daraus eben hervorgeht, dass Sie einen anderen Energiestandard erreichen als mit diesen Standardwerten. Ich nehme mein Effizienzhaus 55 nach KfW. Das ist im Moment sehr beliebt. Und auf Weiterklicken. Jetzt können Sie die Heizung auswählen. Hier ist es auch wieder so wie bei den Dachformen. Es ist nur das auswählbar, normalerweise, was auch in dem Baugebiet eingebaut werden kann. Wir haben hier in Eschweiler-Vöckelsberg eine Pellet-Nahwärme, das heißt eine Heizzentrale, die für alle Wärme zur Verfügung stellt und hier gibt es eine Anschlusspflicht. Das heißt, eigentlich dürfte hier gar nicht der Rest auswählbar sein, aber um es zu zeigen, ist es jetzt gar nicht schlecht, dass es so ist. Es gibt hier halt verschiedene Heizungsarten zur Auswahl und je nach Baugebiet können Sie dann eben Ihr Heizsystem auswählen. Wir nehmen hier die Eschweiler Vöckelsberg Pellet-Nahwärme und diese jährliche Leistung entspricht dem, was ich eben ausgewählt hatte, also dem KfW 55 Standard. So, ich fange jetzt an, die Bauteilaufbauten detailliert einzugeben. Wenn Sie das nicht interessiert, dann können Sie zu der jetzt eingeblendeten Minute vorspulen. Da geht es dann nochmal um die Erläuterung der Werte in der Zusammenfassung. So, und jetzt geht es auch schon an die Bauteile. Hier sind wir jetzt bei den Fenstern. Es können verschiedene Rahmenmaterialien ausgewählt werden. Ich nehme mal eine Holz-Aluminium-Konstruktion und die Verglasung kann hier gewählt werden. Da
ist die Zweifach- oder die Dreifachisolierverglasung auswählbar. Normalerweise wird hier aber immer die Dreifachisolierverglasung genommen. Und Sie nehmen jetzt die Fläche des gesamten Fensters, also Glas und Rahmen, zusammengerechnet. Jetzt sind wir bei den Fundamenten angelangt. Hier können Sie die Art Ihrer Fundamentierung auswählen, also auswählen zwischen Punktstreifenfundamenten, einer Fundamentplatte und der Thermobodenplatte. Wir sind hier im Rheinischen Revier Erdbebenzone 3 oder 2 und meistens machen da die Statiker nicht mit, Streifen- oder Punktfundamente einzusetzen. Und es kommt meistens die Fundamentplatte zum Einsatz, gelegentlich aber auch die Thermobodenplatte. Hier unter dem Eingabebereich sehen Sie schon mal die Zusammenfassung, können noch mal sehen, was Sie für Maße eingegeben hatten, Keller, Nebengebäude, was Sie da eingetragen haben, welches Referenzhaus Sie gewählt haben und aber auch schon die Ergebnisse der vorangegangenen Bauteile. Hier fällt jetzt auf, dass beim Fenster kein Faktor 2 erreicht wird, also kein grüner Smiley, kein lachender Smiley vorhanden ist. Das führt oft zu Irritationen, das ist aber ganz normal. Das Referenzhaus hat auch eine Dreifachverglasung, weil es ja auch ein NIF-Standardhaus ist und PVC-Rahmen. Und da kann man nicht so wahnsinnig viel Ressourceneffizienz mehr rausholen. Also PVC-Rahmen sind ganz okay, was die Ressourceneffizienz angeht. Holzrahmen sind da natürlich besser, aber da der Flächenanteil so gering ist, macht das auch nicht viel aus. Also ich glaube, ich habe noch nie ein Projekt gehabt, wo eins dieser Smileys mal grün war. Aber es ist auch wirklich überhaupt nicht schlimm, weil es kommt nachher auf die Gesamtbewertung des gesamten Hauses mit Energie über 50 Jahre an. So, jetzt sind wir ja hier beim Fundament. Jetzt geht das los, dass wir eben hier Materialien auswählen und Schichtdicken angeben. Hier bietet es sich an, Recycling-Schotter zu nehmen. Die Schichtdicke ist normalerweise 30 cm, also 0,3 Meter. Es wird immer in Meter eingetragen oder Quadratmeter. Die Fläche sind 100 Quadratmeter. Sauberkeitsschicht nehmen wir kein Material. Die hellblauen Felder sind optional. Die dunkelblauen oder türkisen Felder sind obligatorisch. Also da müssen Sie dann was eintragen. Es kommt schon mal vor, dass Sie in so einer Schicht, die hier dunkelblau ist, kein Material haben. Dann können Sie einfach einen Wert nahe Null eintragen. Dann meckert das Programm nicht. Sie haben aber quasi nichts, was gezählt wird. Perimeterdämmung. Nehmen wir einen XPS-Dämmstoff, der ist zwar auf Erdölbasis, aber was Perimeterdämmung angibt, gibt es auf dem Markt nicht viel ressourceneffizientere Materialien zur Auswahl. Wir nehmen hier einen Recycling-Stahlbeton, lassen die Dicke auf 0,24 Meter, eine Trittschalldämmung. Da nehmen wir auch mal ein EPS, 6 cm Dicke, einen Zementestrich mit 6 cm Dicke und Fußbodenbeläge. Da nehme ich mal ein Massivholzparkett und in den Feuchträumen Fliesen. Hier müssen dann die Flächen noch eingetragen werden. Das hier ist die Grundfläche. Die anderen Schichten, wo keine Fläche eingetragen wird, beziehen sich auf die obere Flächenangabe. Also der Schotter, die Dämmung und der Stahlbeton, das sind dann eben die Grundfläche.
Und Trittschalldämmung, Estrich und Bodenbeläge, das ist dann die Wohnraumfläche in dem Geschoss. Ja, haben wir, sagen wir mal, 72 Quadratmeter Wohnfläche im Erdgeschoss und 60 Quadratmeter mit dem Parkett und 12 Quadratmeter Fliesenboden. Jetzt sind wir bei der Auswahl der Außenwand. Hier ist es auch wieder so, dass Sie zwischen verschiedenen Konstruktionsweisen die Auswahl haben. Massiv monolithisch, massiv zweischalig, massiv mit hinterlüfteter Vorhangfassade, massiv einschalig mit Wärmedämmverbundsystem, Holzrahmenbau zweischalig, Holzrahmenbau mit Wärmedämmverbundsystem und Holzbau monolithisch. Ich wähle jetzt mal ein massiv einschaliges System mit WDVS und da gelangen wir dann in das Eingabefeld. Ich nehme einen KX-Zementmörtel als Putz, als Fläche, das vielleicht 150 Quadratmeter. Wir erinnern uns, wir hatten ja eben zwei Außenwandflächen eingetragen. Das heißt, jetzt wird hier die Außenwandfläche, die nicht zum Nachbarn, die nicht das Nachbarhaus berührt, eingetragen. Und zwar abzüglich der Fenster. Wir nehmen hier eine Armierung, die Wärmedämmung, nehmen wir meinen Holzfaserdämmplatten. Das tragende Bauteil, ja, wir haben ja jetzt also eine Massivwand ausgewählt und das Referenzhaus hat auch eine Massivwand. Also müssen wir hier Ressourcen einsparen, sonst können wir den Faktor 2 nicht erreichen. Hier bietet es sich also an, einen leichten Stein zu wählen, der einfach nicht so viel Masse mitbringt. Weil letzten Endes die Kategorien RI abiotisch und CO2 werden in Kilogramm gemessen. Und je schwerer da das Bauteil ist, desto schlechter auch die Werte, die dabei herauskommen. Ich nehme mal einen Hochlochziegel. Hier sind die Rohdichten immer mit dazu eingetragen, damit man schon sehen kann, wie zumindest was das Gewicht angeht, die Auswirkungen sind. Wir haben eine Dicke von 17,5, auch die 150 Quadratmeter. Beim Innenputz nehmen wir einen Kalkgips-Innenputz. Und die Fläche ist auch 150 Quadratmeter. So, und jetzt sind wir bei der zweiten Außenwand angekommen. Da das ja die Gebäudetrennwand ist und ja, da ist eine dünne Dämmschicht dazwischen für den Schallschutz. Aber eigentlich ist es ja eben eine monolithische Wand, die für sich steht. Wir nehmen hier ein Wärmedämmputz, sagen wir mal, der ist 2 cm. Dann ist die Fläche etwa 75 Quadratmeter groß. Wir haben hier kein Material, das lassen wir mal frei. Das tragende Bauteil ist vielleicht ein Leichtbetonmauerstein, der etwas schwerer ist für den Schallschutz. Und hat eine Dicke von 17,5. Die Fläche ist ebenfalls 75 Quadratmeter. Und die Innenverkleidung ist dann eben auch ein Kalkgips-Innenputz, wie bei den anderen Wänden auch. Und weiter. So, jetzt sind wir bei den tragenden Innenwänden. Das ist entsprechend. Wir nehmen hier eine massive tragende Innenwand, weil ich gleich eine massive Stahlbetondecke eingeben möchte und da brauchen wir massive tragende Wände. Wir nehmen hier auch einen Hochlochziegel. Die Dicke ist mit 17,5 schon eingetragen. Die Fläche sind, sagen wir mal, 75 Quadratmeter. Wir haben hier auch wieder einen Kalkgips-Innenputz. Und eigentlich sollte sich jetzt hier die Fläche verdoppeln, wir können sie aber auch manuell eintragen. So, bei den nicht tragenden Innenwänden können wir jetzt auf ein anderes Material gehen und da wähle ich mal
ein Ständerwerk aus. So, hier können wir jetzt aus verschiedenen Materialien für das Ständerwerk wählen. Und aus dem Trockenbau ist den meisten natürlich das Aluminiumprofil bekannt. Das ist aber ressourcenmäßig leider sehr schlecht. Deshalb, wenn Sie eine Trockenbauwand planen, dann nehmen Sie bitte das Holzständerwerk und wählen hier verschiedene Arten von Holz aus. Ich nehme normalerweise das Konstruktionsvollholz für diesen Zweck. Und sagen wir mal, wir haben eine Fläche von 50 Quadratmetern an nicht tragender Innenwand. Hier wird eine Dämmung eingetragen. Da können wir ruhig hier die Mineralwolle nehmen. Die ist dann auch 10 cm dick. Obwohl hier kann auch eine andere Dämmstärke eingetragen werden, macht meiner Meinung nach aber keinen Sinn. So, und dann kann eben hier eine Gipskartonplatte oder eine USB-Platte eingetragen werden. Ich nehme mal die Gipskartonplatte und eine einfache Beplankung. Und hier haben wir eben jetzt wieder die doppelte Fläche. So, jetzt sind wir bei der Geschossdecke. Hier ist auch wieder die Auswahl zwischen verschiedenen Arten von Geschossdecken. Wir haben einfach die ganz normale Stahlbeton-Geschossdecke, dann eine Porenbeton-Geschossdecke, Ziegeleinhängedecke, Brettstapel-Geschossdecke und Holzbalken-Geschossdecke. Die Stahlbeton-Ortbetondecke ist ressourcenmäßig am schlechtesten, aber auch am beliebtesten. Und deswegen nehme ich die mal, schauen wir mal, wo wir nachher landen damit. Wir nehmen die untere Deckenverkleidung. Dann nehmen wir auch wieder eine Gipskartonplatte. Wir müssen hier ein bisschen die Dicke korrigieren, weil die normalerweise ja 12,5 mm dick sind. Die Fläche ist jetzt hier die Wohnfläche des Erdgeschosses. Da waren wir eben bei 72 Quadratmetern. Jetzt die Stahlbetondecke ist normalerweise dann wieder die Grundfläche. Wir nehmen hier den Recyclingbeton. Hatten wir da eben 100 Quadratmeter Grundfläche, Trittschalldämmung, so, hier sind wir jetzt wieder bei den Bodenbelägen. Nehme ich mal im Obergeschoss einen Laminatfußboden und 62 Quadratmeter und Feuchträume sind dann Fliesen mit 16 Quadratmetern. Jetzt kommt das Dach. Wir hatten ja am Anfang das Holzflachdach ausgewählt. Deswegen gibt es jetzt hier nicht mehr verschiedene Auswahlmöglichkeiten für die Dachkonstruktion. Die untere Deckenverkleidung entspricht auch wieder der Wohnfläche des Obergeschosses. Die Konterlattung muss nur das Material festgelegt werden. Den Rest rechnet sich Kurt im Hintergrund aus. Die Balkenlage wieder aus Konstruktionsvollholz. Hier sind die Aufbauten je nach Planer unterschiedlich. Manche kommen mit sehr dünnen Aufbauten aus und manche nehmen hier auch sehr große Stärken der Hölzer. Wir geben hier die gesamte Fläche ein, so als wäre das eine Betonfläche. Bitte nicht im Vorhinein nur die Fläche des Holzes ausrechnen. Das verfälscht das Ergebnis. Also bitte die ganze Geschossdeckenfläche hier eintragen. Oder Dachfläche ist es ja in dem Fall. Wir nehmen hier eine zellulose Einblasdämmung, die ist ressourcenmäßig sehr gut, weil sie ja, ein Recyclingmaterial ist, was aus altem Zeitungspapier hergestellt wird. Die Dicke sind dann auch 26 cm, was schon eine ordentliche Dämmstärke ist. Dann haben wir hier die Abdeckung der Balkenlage mit der Dämmung und dann noch eine durchgehende
Dämmebene. Wir haben hier 26 cm Dämmung, deswegen muss die nicht mehr allzu dick sein. Sagen wir, die ist 6 cm dick, hat eine Fläche von 100 Quadratmetern. Und hier in Eschweiler-Vöckelsberg haben wir Gründächer verpflichtend. Deswegen wähle ich hier mal eine Folie fürs Gründach aus und eine Schüttung dafür. Jetzt sind wir bei Kurzresterampe. Die ist entstanden, weil immer wieder Bauherren auf uns zugekommen sind, mit Problemen, besondere Bauteile nicht erfassen zu können. Also beispielsweise, wenn sie Stützen eingeplant haben. Stützen können wir so nicht erfassen. Die können Sie dann hier wählen, weil hier können Sie jetzt alle Materialien, die wir bei Kurt hinterlegt haben, auswählen und eine Masse ermitteln mit Dicke, Breite, Höhe und der Anzahl. Hilfreich für uns wäre es dann, wenn Sie da eine kleine Notiz zuschreiben. Ich zeige Ihnen gleich, wo Sie das machen können. So, hier müssen Sie dann entweder jetzt eine 1 eintragen, das wird dann aber natürlich nichts gezählt. Wenn Sie da auch nichts eintragen möchten, sonst meckert Kurt, wenn da nichts steht. So, jetzt sind wir auf der Seite Anhänge. Hier können Sie jetzt per Drag and Drop einfach Ihre Anhänge, also Zeichnungen, wenn Sie Nebenrechnungen getätigt haben, können Sie die da auch rein tun, also für die Flächenberechnung. Ne? Was mich nicht interessiert, sind irgendwelche GRZ-Berechnungen oder umbauter Raum oder sowas. Ist hier für die Ressourcenberechnung irrelevant. Was mich aber interessiert, wie haben Sie die Flächen berechnet? Für die Prüfung ist das eine enorme Erleichterung, wenn ich das nachvollziehen kann, und die Freigabe kann dann für Sie auch schneller erfolgen. Hier sehen Sie jetzt schon die erste Übersicht mit der Faktorberechnung und wir kommen damit hin. Also so wie ich es eingetragen habe, wird der Faktor 2 erreicht. Wichtig ist, dass Sie eben bei Mitenergie schauen. Und nicht bei ohne Energie, es ist einfach auch nur interessant, wie das so ohne Energie aussieht. Also hier haben wir ja die Pellet-Nahwärme in Eschweiler-Vöckelsberg und die ist extrem gut. So, wir gehen jetzt hier nochmal weiter auf die Zusammenfassung. Da kann man nämlich auch noch mehr interessante Dinge sehen. Auch nochmal die Übersicht, aber auch die Anteile am Haus nach den Ressourcenkategorien aufgeschlüsselt. Also wäre es jetzt zum Beispiel der Fall, dass ich in PENRT den Faktor 2 nicht erreicht habe, dann könnte ich mir PENRT anschauen und da sehe ich halt die Auswirkungen der einzelnen Bauteile auf den PENRT. So, und dann sehe ich auch das größte Einsparpotenzial. Weil da, wo die Auswirkungen am größten sind, ist das Einsparpotenzial auch am größten. So, und wenn das jetzt der Fall wäre, PNRT ist nicht erreicht, Fundamente haben die größte Auswirkung, dann kann ich jetzt weiter runter scrollen und hier auf Fundamente gehen und das ausklappen und dann direkt auf die Schicht gehen, die ich vielleicht ändern möchte. Und dann komme ich wieder in die Eingabemaske. Zum Beispiel könnte ich jetzt hier die Schichtdicke verringern. So, ich bin jetzt auf Weitergegangen. Deswegen bin ich jetzt hier wieder in dem Workflow von der Eingabe gelandet. Sie können aber auch hier auf Zusammenfassung klicken. Dann landen Sie wieder auf der Zusammenfassung und können dann eben die Auswirkungen sehen. Sehen Sie, also jetzt hatten wir, eben hatten wir 2,2, jetzt haben wir 2,3, alleine durch die Reduzierung der Betondecke von 24 auf 22 cm. Ja, hier ist noch die Übersicht nach Bauteilen, also bei welcher Ressourcenkategorie hat jetzt das Bauteil den größten Effekt? Hier zum Beispiel das Fenster durch den großen Glasanteil bei GWP, das ist das Global Warming Potential, also CO2. Bei Fundamenten ist es auch so, dass da bei GWP der größte Anteil ist.
beim Dach, das haben wir ja in einer Holzbalkendecke, einer Holzbalkenkonstruktion gemacht, ist aber zum Beispiel bei RI abiotisch der größte Anteil, weil das Holz ist ein nachwachsender Rohstoff, also der Ressourceninput biotisch ist dann hier am größten. Hier können Sie jetzt auch nochmal die Anhänge einreichen. Da können Sie dann hier draufklicken, da können Sie die Dateien hochladen. Hier sehen Sie auch nochmal die Übersicht, auf wann das erzeugt wurde und wie der Status ist. Also ich habe das jetzt beendet, ich habe alles eingegeben, aber noch nicht eingereicht. Und ich kann auch nur einreichen, wenn Anhänge hochgeladen sind. Also wenn ich jetzt Anhänge hochladen würde, dann komme ich wieder auf die, ja, dann könnte ich jetzt hier eine Datei auswählen. Hier sehen Sie, welche Dateiformate erlaubt sind, welche ich da eintragen kann. Bitte maximal 10 Megabyte, sonst funktioniert es nicht. Und dann, wenn das geschehen ist, erscheint dann hier ein Button Einreichen, verbindlich einreichen. Wenn Sie den klicken, haben Sie noch die Möglichkeit, einen Kommentar einzutragen. Und das wäre dann auch die Stelle, wo Sie irgendwelche Hinweise aufschreiben. Also wenn Sie irgendwas anders eingetragen haben, als es vielleicht vorgesehen ist, wenn Sie bei der Kurt-Reste-Rampe was eingetragen haben, was erklärungsbedürftig ist, was es normalerweise ist, weil es geht ja aus der Eingabemaske nicht hervor, was Sie da eingeben und wofür das ist. Bitte auch den Namen des Bauherrn, die Grundstücksnummer und den Namen und die Kontaktdaten des Planers eintragen. Ja, und dann sind wir auch durch. Wir haben alles eingegeben, wir haben es dann hochgeladen und wenn Sie eingereicht haben, kommt bei mir eine E-Mail an, dass Sie eingereicht haben. Dann weiß ich, dass ich Ihr Projekt prüfen kann. Wenn viele Bauprojekte wegen einer Frist zeitgleich eingereicht werden, dann kann es leider schon mal einige Wochen dauern, bis ich geprüft habe. Aber es ist so, wenn Sie eingereicht haben, dann liegt der schwarze Peter bei uns, dann müssen wir uns drum kümmern. Wenn dann eine Frist verstreicht und sich jemand von der Stadt oder von Verkäuferseite bei Ihnen meldet, dann können Sie gerne an uns verweisen, dass Sie eben eingereicht haben und dass das zur Prüfung bei uns liegt. Dann kann Ihnen daraus kein Nachteil mehr entstehen, wenn dadurch eine Frist verstreicht. Ja, und das war es jetzt mit dem ersten Kurt-Tutorial. Ich hoffe sehr, ich habe an alles gedacht und Sie können einiges davon mitnehmen. Sollten Sie aber noch Fragen haben oder während der Eingabe ist irgendwas unklar, dann melden Sie sich gerne bei mir. Die Kontaktdaten finden Sie hier. Und ich hoffe, es macht Ihnen auch ein bisschen Spaß, mit Kurt zu arbeiten und wünsche viel Erfolg und Freude bei der weiteren Planung. Tschüss!